Im 16. Jahrhundert veröffentlichte Nostradamus Prophezeiungen, die bis in das Jahr 3797 reichen und immer wieder die Öffentlichkeit faszinieren. Laut dem Nostradamus-Experten Mario Reading sagte der französische Astrologe im Jahr 1555 sogar den Tod der Queen im Jahr 2022 voraus. Reading, der selbst 2017 verstorben ist, interpretierte zu Lebzeiten die kryptischen Texte von Nostradamus. In seinem 2006 veröffentlichten Buch Nostradamus Complete Prophecies for the Future schreibt Reading Folgendes. Die Präambel besagt, dass Königin Elizabeth II. Ca. 2022 im Alter von etwa 96 Jahren sterben wird, 5 Jahre vor dem Alter des Todeszeitpunktes ihrer Mutter. Damit soll Nostradamus Recht behalten haben. Königin Elizabeth II. Wurde 96 Jahre alt, ihre Mutter 101. Doch bei dieser Vorhersage über die Royals bleibt es nicht. Reading schreibt weiter, dass Charles III. In Anbetracht seines hohen Alters zugunsten von Prinz William abdanken werde. In einer überarbeiteten Ausgabe seines Buches im darauffolgenden Jahr korrigierte sich der Autor dann in Bezug auf den Nachfolger von Charles. Ein Mann wird ihn ersetzen, der nie damit gerechnet hat, König zu werden. Der Autor spekulierte, dass es sich dabei um Prinz Harry handeln könnte. Als Reading die Texte von Nostradamus interpretierte, waren jedoch Williams Kinder noch nicht geboren, die in der Thronfolge nun vor Harry stehen. Ob Charles tatsächlich abdanken wird, wird sich zeigen. Es bleibt spannend, wie viel Wahrheit wirklich in den Prophezeiungen von Nostradamus steckt.